Unterschenkelschiene mit Delta Express. Delta Express ist ein gebrauchsfertiges Schienensystem für die vorübergehende Immobilisierung oder Stabilisierung des Sprunggelenks nach einer Verletzung oder Operation. Bestimmt für Indikationen, die die Ruhigstellung oder Stabilisierung des Sprunggelenks erfordern, zum Beispiel Verletzungen des Beins wie Frakturen, Verstauchungen, Zerrungen, Luxationen, Wunden oder Brandverletzungen. Vermessen Sie das Bein, indem Sie die Messskala auf der Schiene an die breiteste Stelle des Unterschenkels halten, die in der Regel im oberen Bereich der Wade liegt. Bei Bedarf können Sie einen Polsterschlauch oder Polsterwatte über prominenten Knochenvorsprüngen oder bei längerer Tragedauer applizieren, um Druckstellen vorzubeugen. Nehmen Sie die Schiene in passender Größe. Falten Sie die Schiene auf, um das Anlegen an die Extremität zu erleichtern. Bringen Sie die beiden Malleolenpolster in der Schiene an. Um den Tragekomfort bei einer längeren Tragezeit zu erhöhen, können Sie jederzeit einen Polsterschlauch oder Polsterwatte unter der Schiene verwenden. Ziehen Sie das Papier vom Klebestreifen der beiliegenden Fußplatte ab und legen Sie diese mit der Klebeseite nach unten in die Schiene ein. Passen Sie die Fußplatte bei Bedarf an die Länge der Schiene an. Überprüfen Sie die Länge, indem Sie die Schiene an Ihre beabsichtigte Position legen. Schieben Sie die Ferse so weit wie möglich in die Fersenöffnung. Wenn die Schiene richtig sitzt, beträgt der Abstand zwischen dem proximalen Schienenrand und der Kniekehle mindestens 2 Finger breit. Das ermöglicht dem Sprunggelenk eine funktionale Position von 90 Grad. Bei Bedarf können Sie die Länge der Schiene anpassen, indem Sie die Kanten umbiegen oder den Überstand abschneiden. Distal soll die Schiene auf Höhe der Zehen enden. Passen Sie dies bei Bedarf an. Legen Sie die Schiene in der beschriebenen Positionierung an die Extremität an und befestigen Sie sie mit einer Binde, idealerweise einer kohäsiven Haftbinde wie dem latexfreien Elastomul-Haft. Beginnen Sie mit der Haftbinde am Sprunggelenk, fixieren Sie das Sprunggelenk und umwickeln Sie nach distal den Fuß. Wickeln Sie danach von distal nach proximal mit 50% Überlappung der Haftbinde. Achten Sie dabei darauf, dass die Schiene in der korrekten Position bleibt. Delta Express von BSN Medical.